Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zu einem Informationsvideo, ein Kanalinfovideo meinerseits. Ja, im Hintergrund ruckelt gerade das Video der Bossboss von Bossboros. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, und im Hintergrund könnt ihr vielleicht ja etwas hören, und das erklärt schon vieles, wenn man es gehört hat. Ich weiß es nicht. Und zwar neues Jahr, neues Glück, und für uns, für die Mathilde und mir, ändert sich einiges dieses Jahr. Und es hat damit schon angefangen, dass am 31.12. der Löwennachwuchs zur Welt kam. Und das ist auch der Grund, warum gerade andere Videos, ich glaube Conan kam noch eins raus, aber von Terminator und MechWarrior, ich weiß nicht, ob ihr es hört, dass es da kaum Videos gerade rauskam, weil ich dann hauptsächlich immer im Krankenhaus war oder ich habe Sachen vorbereitet, Sachen besorgt, dies und jenes noch gemacht, und irgendwo fehlte für hinten und vorne einfach die Zeit, um Videos zu bearbeiten, hochzuladen, whatever. Wenn ich mal Zeit hatte, dann habe ich sie vom Fernseher verbracht. Und ja. Ja, und wie sieht es jetzt aus? Es ist zurzeit so, dass Mathilde und der Löwennachwuchs, ob wir den Namen nennen, weiß ich noch nicht. Löwennachwuchs klingt auch erstmal gut für ein Kind. Sie ist aus dem Krankenhaus raus, das Baby natürlich auch, und jetzt sind wir gerade so in der Kennenlernphase, weil das Baby hat natürlich Bedürfnisse und die müssen wir auch erstmal verstehen, oder sagen wir mal so, es ist nicht wie beim Erwachsenen, der quasi morgens sein Frühstück zu sich nimmt. Also ich eher weniger, bei mir sieht Frühstück meistens zwei Tassen Kaffee aus. Und dann, sage ich mal, 13 Uhr gibt es Mittag und, keine Ahnung, Abendbrot, 18 Uhr. Baby hält sich daran, zeigt den Stinkefinger und sagt sich, fick dich, ich hab Hunger, gib mir was zu essen. Das wird sich aber hoffentlich noch einspielen, dass man da vielleicht mal planen kann, dass man da nochmal zocken kann. Na? Wie gesagt, die nächsten Wochen wird wahrscheinlich erstmal kein neues Conan-Video kommen. Einfach, weil einer muss sich immer ums Baby kümmern. Also wir kriegen es gerade noch nicht gebacken, dass sich die Kleine mal selber, also selbst im Bettchen, das ist ein bisschen Problemchen gerade. Die möchte immer irgendeine Person in der Nähe haben oder am besten zusammenschlafen. Das geht, aber so selbst im eigenen Bettchen, na, das sieht ein bisschen mau aus. Und das ist halt ein Problem, wenn man halt zusammen ein Video aufnehmen will. Erstens, die Videos von Conan sind ja meistens zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. So lange möchte ich das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen. Und das ist halt der Grund, warum es dann erstmal keine Conan-Videos kommen. Terminator und MechWarrior gehen auf jeden Fall weiter. Terminator ist jetzt kein Spoiler, aber das sind, glaube ich, nicht mehr so viele Folgen, die noch fehlen. Letztes Jahr hatte ich zu der Zeit ein Video rausgebracht, ein Kanalinfovideo, wo ich dann auch quasi gezeigt habe, auf welche Spiele dieses Jahr rauskommen quasi, oder das war 2019, und welche davon auf dem Kanal erscheinen werden. Dieses Jahr, ganz ehrlich, habe ich mich nicht, das war ein lustiger Bug, oder Glitch, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Absolut nicht. Ich weiß, es kommt Cyberpunk raus, 2077. Wollte damals, also vom halben Jahr, auch extra dafür Urlaub nehmen. Oder kann schon länger her sein, aber so war die Idee: extra dafür Urlaub nehmen, schön ein paar Folgen machen. Jetzt ist der Löwennachwuchs da und Pläne ändern sich. Ja. Natürlich werde ich das Spiel spielen, aber ich werde mir dafür keinen frei nehmen. Sonst weiß ich nicht, was noch so für Spiele rauskommen. Also, wenn ihr ein paar gute habt, schreibt sie doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kenne ich ja nicht, kann ich mir mal angucken. Das fällt mir echt gerade nicht ein. Ach, Doom kommt raus. Doom Eternal. Ich weiß nicht, ob das irgendwen draußen interessiert. Ist mir auch Wumpe. Ich mache da mindestens ein Video zu.
Metal und einfach Ballerei ist eine gute Kombi. Doch, das werde ich spielen, auf jeden Fall, wenn ich dafür Zeit habe. Ja. Ansonsten, das ist eigentlich die einzige Information, die ich euch geben wollte. Weil ihr werdet bestimmt schon gemerkt haben, hey, MacWarrior, wo bleibt die Folge? Oder Terminator, wo ist sie? Ja, da lagen bei mir die Prioritäten leider woanders. Ne? Also ich sag mal, Real Life, es ist halt manchmal, es ist nur ein Hobby. Manchmal muss das Hobby halt zurückstecken. Und ja, leider musste ich das machen. Natürlich macht Spielen Spaß, natürlich macht Videos für euch, ja, Videos machen macht auch Spaß. Eure Kommentare lesen auch, aber hey, ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal geschafft, die Kommentare zu lesen. Wenn ich jetzt nach Hause kam, wie gesagt, dann habe ich nicht mal den Rechner angemacht, dann habe ich mich gleich auf die Couch geballert und dann irgendwie nochmal ein, zwei Serien geguckt und dann habe ich gepennt. Und jetzt, wo die Kleine da ist, ja, die ist nachts aktiver als am Tag. Das schlaucht auch nochmal, ganz ehrlich gesagt. Also, wir hoffen, dass es nochmal andersrum wird. Also, wir sind ja auch ein bisschen Langschläfer. Und es wäre schön, wenn sich das Baby das von den Eltern abguckt. Habt ihr Erfahrungen mit Babys? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir mal einen Tipp geben, wie man das Baby dazu kriegt, in ein eigenes Bettchen zu schlafen. Wäre mal ganz gut zu wissen. Vielleicht könnte man auch mal so ein Gamer-Baby-Talk machen. Ja, aber vielleicht mache ich mal einmal im Monat ein Video zum Thema Gaming und Papa-Dasein, wie man das vielleicht kombinieren kann, wenn das überhaupt möglich ist. Weil eins weiß ich ganz genau, und das habe ich in meinem Leben schon sehr, sehr häufig gehört. Und zwar von Familienvätern, und zwar nämlich, zocken, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe Haus, Frau, Kind, keine Zeit. Und so will ich definitiv nicht enden. Weil natürlich habe ich meine Frau und mein Kind lieb, aber also meine Hobbys oder gerade das Computerspielen, das ist mir sehr wichtig und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Und ich merke es ja auch mal, das entspannt mich. Ganz ehrlich, klingt vielleicht komisch, ist aber so. Ach ja, und ich habe eine Frau, die das akzeptiert. Das ist auch natürlich auch Gold wert. Danke, Frau, für diese Information. Ja, ich glaube, ich habe den Faden schon längst verloren. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, dieses Video so einfach nur ein bisschen Informationen, warum, weshalb das alles gerade so läuft, wie es läuft. Ja. Gut, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich will es auch nicht in die Länge ziehen, mein Gott. Ich hoffe, wir hatten einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und wir werden uns wiedersehen. Auch bei Conan Exiles. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.